Und ja, ich weiß, das war gemein. Aber gucken wir mal, was jetzt genau da so alles kommt. Zack. Siege. Ja, das habe ich soweit mitbekommen. Alarm. Ein Tier wurde zu einer Ente. Ja, aber wo ist die Meldung, dass wir eine Siege haben? Die wurde jetzt aber hoffentlich nicht ausgefiltert. Woher wissen denn meine Zwerge, dass überhaupt eine Belagerung da ist? Also gucken wir mal. Erstmal heben wir den Befehl hier vorne am Eingang wieder auf. Weil ich habe keine Lust, dass jetzt irgendwelche Hauler anfangen, da Bodenplatten rauszureißen, während hier Goblins antanzen. Nächster Schritt. Wir müssen die kleine Brücke hochfahren, die da... wir müssen gucken, wo genau die Goblins sind. Ach, da unten. Das ist wohl der eine Trupp. Lassen wir mal laufen. Und die bewegen sich nicht besonders schnell vorwärts. Das ist gut. Das heißt, wir haben genug Zeit, den Schalter zu drücken. Da kommt auch schon ein Arzt an, um das zu machen. Und sie werden aktiv. Und es war der richtige Schalter. Sehr gut. Also jetzt müssten eigentlich alle Goblins durch unseren Fallenkorridor laufen. Jedenfalls dieser eine Trupp. Da sind bestimmt noch mehr davon da. Und wir haben immer noch vergessen, die Wachente aufzustellen. Die wäre jetzt recht praktisch gewesen. Beziehungsweise noch ein paar extra Wachenten irgendwo hier draußen. Damit wir wissen, was noch so hier ist. So, der Anführer läuft vorne weg, wie sich das für einen Goblin-Anführer gehört. Und tapst in eine Falle. So, das irritiert den Rest schon mal maßlos. Und wenn jetzt genug Leute auf der Brücke stehen bleiben, ziehe ich die Brücke einfach mal hoch. Nur so aus Jux und Dollerei. Aber ne, ist schon vorbei. So, zwei weitere Goblins drin, drei weitere Goblins drin. Vier Goblins drin, fünf. Und die bewegen sich nicht mehr. Ja, also wenn das die ganze Belagerung war, dann können wir ruhig weiter im Programm machen. Unsere Miliz haben wir gerade erst deaktiviert. Die lasse ich auch erstmal deaktiviert, damit sie sich ein bisschen entspannen können. Denn sobald die Goblins nicht hier mindestens angekommen sind, will ich mich damit noch gar nicht länger beschäftigen. Und was haben wir da? Trolle. Das ist nicht gut. Und ein Dieb. Ja, die Katze da hat den Dieb gerade entdeckt. Und du hast was geklaut? Inventar. Atir Nakas. Howled. Ist Atir Nakas ein Kind von uns? Atir Nakas. Oh, das ist ein Artefakt. WTF? 69. Der hat ein Artefakt von uns geklaut. Ich drücke mal kurz L. Ist das noch hier aufgeführt? Atir Nakas. Das war unser zweites, drittes, viertes, fünftes, sechstes, siebtes Artefakt. Und es war kein besonderes, also es war nicht unser Ledertanga zum Beispiel, aber trotzdem, Artefakt geklaut zu bekommen, wäre ganz schön peinlich. Außerdem drehen die Artefakthersteller dann meistens durch, wenn deren Artefakt geklaut werden. Also die werden richtig stinkig. Das kann ich nicht unbedingt gebrauchen. Er wird jetzt hier durch den Gang laufen müssen. Das heißt, es dauert noch ein wenig, bis er rauskommt. Die Fallen werden ihn nicht kratzen, weil er ein Dieb ist. Aber wir können die Brücke hochziehen. Oh, sind zwischen vier Trolle. Ihr seid doch Trolle, oder? Jo, ein großer Troll. Nö, ganz normaler Troll. Nur die Sachen, die sie anhaben, sind groß. Okay, Brücke hochziehen. Der Dieb darf mit dem Artefakt nicht abhauen. Mit etwas Glück halten die Goblins ihn auf. Ne, das wäre Wunschdenken. Komm schon, komm schon, komm schon. Irgendjemand drückt den doofen Schalter. Nö, ist weg. Wir könnten jetzt unseren Miliztrupp aktivieren und untenrum rausschicken, hier raus, um dann den noch abzufangen. Aber das klappt niemals in der Zeit. Ich glaube, von dem können wir uns verabschieden. Aber... klar. Also, Notiz an Gerugon aus der Zukunft.
mach auf jeden Fall einen neuen Stockpile, wo die ganzen Artefakte reinkommen. Weil momentan haben wir gerade alle Kinkerlitzchen auf diesen Stockpile gepackt. Und dazu gehören halt auch die Artefakte, weil wir es nicht nach Qualität sortiert haben. Na gut. Gucken wir, was passiert. Es müssten eigentlich gleich ein paar Trolle von der Brücke fliegen. So, jetzt. Klopp. Aber das wird sie nicht großartig kratzen, oder? Habt ihr Schaden davon getragen? Nö. Doch eher ganz klein bisschen. Aber so haben wir schon mal weniger Trolle bei uns in der Basis. Nämlich nur ein. Das ist gut. Was machst du jetzt mit dem Artefakt? Du läufst einfach aus der Karte raus, richtig? Gucken, ob gleich eine... Ja, ein Dieb hat das Artefakt Artie Nakas gestohlen. Nicht gut. Gar nicht gut. Da kommt gleich noch ein Dieb und die Leute wollen die Käfige ersetzen. Das ist nicht gut. Militär, Alarm, Insight. Jetzt ersetzt niemand mehr irgendwas. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die Goblins weiter vorrücken, in mehr Fallen reintappen und dann irgendwann so demotiviert sind, dass sie es lassen. Und das mache ich, glaube ich, ganz einfach. Wir aktivieren jetzt unseren Militärtrupp und sagen ihm, geh hierhin. Erstmal, um den Dieb da gleich niederzuschlagen und dann auch später die Goblins zu provozieren, weiter hierhin zu laufen. Und ja, ich weiß, das führt auch öfters mal dazu, dass unsere Zwerge dann den Goblins entgegenlaufen und nicht die Goblins unseren Zwergen. Aber das wäre dann halt ein Härtetest für unsere Miliz. Was denen ja auch mal ganz gut tut. Weil die sind ja teilweise schon legendär. Die dürften eigentlich mit ein paar Goblins keine Probleme haben. So, da ist schon mal einer von 10. 2 von 10. Der dritte tockelt auch langsam rein. Der erste geht wieder. Ah. Ja, oh, da sind Bogengoblins aufgetaucht. Ganz viele. Goblin-Bowmen. Jo. Na gut. Die können aber erstmal draußen bleiben. Mit etwas Glück ziehen sie sich zurück, wenn die Goblins drinnen alle sterben. Aber das bezweifle ich irgendwie. Wir hätten hier noch Floodgates bauen sollen. Weil dann könnten wir das Floodgate schließen. Wir haben dann Floodgate, oder? K? Ja, wir haben dann Floodgate. Sehr gut. Gut, dass ich damals dran gedacht habe. Weil jetzt können wir das Floodgate schließen. Und dann hier in Ruhe die Käfige ersetzen. Dann wieder abziehen mit den ganzen Leuten. Das Floodgate wieder öffnen. Die Brücke runterlassen, damit sie auch rauskommen. Aber wenn wir da kein Floodgate hätten, könnten wir die Käfige nicht abmontieren hier. Weil wir unter Beschuss geraten würden. Also gut, wir machen gleich mal das Floodgate zu. So, AP. Und gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Es sind immer noch nur 3 Milizionäre hier unten. Ist mir eindeutig zu wenig. Irgendwer wird von einem Kobold-Dieb unterbrochen. Wo ist das? Du, Z. Irgendwo hier in der Nähe muss ein Kobold-Dieb sein. Machen wir anders. Einheitenliste. Andere. Wow. Das sind sehr viele. Ein Axtlord. Und ein Meister aus Peitscher. Und dazu noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Trolle. Wenigstens nichts Fliegendes, sage ich mal. Oh, hier sind noch mehr, natürlich. Warum auch nicht? Ein riesiger Erdenwurm. Nee, das ist kein Angreifer. Nee, das sind alles Gefangene. Das sind nur die Invader. Gut, gut. Wir müssen unbedingt bald unsere Gefangenen auch mal ausmisten. Weil nach dieser Belagerung werden das irre, irre viele sein. So, was ich jetzt eigentlich gucken wollte. Wo ist der doofe Dieb? Kobold-Dieb, da. Zoom to Creature. Der ist bei unseren Lederern. S-Shift-A. Töten. Kobold. Und der Befehl ist so angekommen. Sehr gut. Also wir verfolgen jetzt mal kurz dich. K.
wollte eigentlich dich verfolgen. Kann ich dich nicht? Ah doch. So, und jetzt müssen wir gleich zugucken können, wie die Miliz antanzt und die Mainz auf Deckel packt. Und er läuft in einen Stone Stockpile, warum auch immer. Aber es ist wenigstens schön in die Ecke gedrängt. Soll mir nur recht sein. Jetzt muss nur die Miliz langsam auch mal antanzen. Komm schon, Jungs. Das ist nicht so weit weg. Ah, na also. Und na also. 5 Mann schaffen es dann jetzt doch mal, irgendwann den Kobold zu verletzen. Sehr gut. Hat irgendjemand Wunden davon getragen? Miliz ist schon längst weg. Hm? Oh, nicht verwundet, das ist gut. Wo ist der Rest abgeblieben? Na gut, scheinen sie nicht großartig verletzt zu haben. Der Eingang sagt nichts Neues. Dann drücken wir nochmal wieder Shift A. Bewegen. Hier wieder sammeln. Und es ist mir egal, wie lange ihr jetzt Patrouillendienst schieben müsst. Das ist Kriegszustand. So, das Floodgate ist nicht komplett hochgefahren. Weil hier Trollsocken oder sowas rumliegen. Die könnten ruhig atomisiert werden. Oh, da war gerade schon wieder eine Meldung, dass ein Dieb da ist. Haben wir noch einen? Set. Einheitenliste. Andere. Goblin-Dieb, die sind alle gefangen. Oh, hier ist noch einer. C. Oh, der ist direkt am Eingang. Und die ganze Miliz ist direkt daneben. Die müsste doch eigentlich schon von alleine... Genau. Die kümmert sich von alleine darum. Sehr schön. Jetzt kann ich auch gucken, ob er verletzt wurde oder nicht. Nein. Der war schon verletzt. Nein. Nein. Sehr gut. Weiter töten. Ja, doch. Langsam ist die echt gut, die Miliz. Also ein paar Skills von denen sind noch nicht so hoch, aber dafür sind die anderen richtig hoch. Das müsste es eigentlich größtenteils ausgleichen. So, die Bogenschützen ziehen sich zurück. Das ist sehr gut. Das heißt, wir nehmen jetzt diese 4 Zwerge hier und schicken die weiter nach vorne. M, geh mal da hin. Und da auch bitte bleiben, wenn es geht. So, jetzt müssten die Goblins die eigentlich sehen und... Genau das sollte nicht passieren. Kirosumi, du wirst gleich sterben, habe ich den Verdacht. Okay, wir können jetzt zugucken, wie sie vorläuft und gegen alle Goblins alleine kämpft. Das wird nichts werden, egal wie hoch ihr Skill ist. Zumal sie nicht blau blinkt. Richtig? Richtig. Sie ist nur normaler Milizionär. Kein legendärer. Oder wir schicken einfach alle Zwerge rein. Was ich wahrscheinlich machen muss. Denn mein eigentlicher Plan, die Goblins rauszulocken in unserer Gegenwart, hat ja nicht wirklich geklappt. Nur warum nicht? Ich guck mal ganz kurz in die Gedanken rein. Sehr stark. Sehr zäh. Kennt sich gut mit Sprachen aus. Schlechte Intuition. Ja, das könnte erklären. Na gut. Ganzer Trupp. S, Shift, A. Töten. Und zwar Rectangle mit R. Die alle. Jetzt wurden die im Käfig auch ausgewählt. Nein, ihr sollt keine im Käfig töten. Escape. K. Du. Kann ich das noch anders machen? Von der Liste auswählen? Nein. Na gut, sie müssten eigentlich von alleine wissen, wen sie angreifen sollen, sobald sie im Nahkampf sind. Dann schlagen die hier eh wild um sich. Gucken wir mal. So, da kommen sie alle. Ich sehe kein Zwerg mehr. Doch, da. Oh, Combat Report. Kirosumi kämpft. Haha. Okay, das ging doch gut. Kirosumi beißt.
nicht schlagen, nicht hauen, nicht treten, beißt. Ein Goblin-Lasher in die rechte Hand, beißt durch die Muskeln durch und durch den Trollpelz-Handschuh. Eine Arterie wurde geöffnet. Kirosumi beißt fester zu. Okay. Und hat die rechte Hand auseinandergefetzt. Noch eine Arterie wurde geöffnet. Viele Nerven wurden beschädigt. Und das ganze Ding fällt auseinander. Ja, sehr gut. Also, während sie sich da festbeißt, kommt der Rest des Trupps auch langsam angelaufen. Wer ist denn der Nächste? Wir haben Fanazu als Nächstes dran und danach Zyk70N in seiner, glaube ich, dritten Inkarnation. Und hier hinten ist Fullop und Nexeria. An die kann ich mich gar nicht erinnern. Wo ist der Rest? Hier hinten kommt Nereus. Und der Rest nimmt wohl irgendwo rum. Ja, da ist Buntefuß, der rüstet sich noch aus. Also okay. Ich guck mal ganz, ob sie schon verletzt ist. Ja, ist sie, aber nicht besonders stark. Das ist gut. Also ich denke, sie wird mindestens durchhalten, bis die beiden da sind. Und dann verursachen die hoffentlich genug Schaden, um die anderen Goblins abzulenken, dass der ganze Schaden nicht nur auf Kiro geht. Gut, weiter. So, oh, ich sehe einen Bolzen fliegen. So, sie ist immer noch nicht großartig anders verletzt. Der Bolzen trifft gleich hoffentlich einen Goblin, das wäre lustig. Oh, warum blinkst du so komisch? Gut, bisher ist noch von uns keiner verletzt worden. Die Goblins dafür aber richtig stark. Sehr gut. Zack, 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 zack. Die Bolzen fliegen alle daneben. So ist das gut. Kirosumi ist in einer Martial Trance gewesen und auch wieder draußen. Das gucken wir uns mal genauer an. Ja, verfehlen, 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 verfehlen. Ausgewichen. Ja, da kommt kein Goblin ran. Sehr gut. Oh, ein Goblin-Lasher kollidiert mit ihr. Und sie prügelt sich auf dem Boden weiter. Ich würde aber gerne mal gucken, was sie mit der Martial Trance auf sich hatte. Das war die Festbeiß-Geschichte. Sehe ich hier jetzt gar nicht. Na gut, solange die Gegner Schaden bekommen und wir nicht sterben, ist alles gut. Und ich glaube, wir haben gewonnen. Sehr, sehr, sehr schön. Wir haben einen Kuhkalb bekommen. Nein, wir haben keinen verloren. Wir haben, soweit ich das sehen kann, nur eine klitzekleine Verletzung am rechten Oberarm. Und alle anderen sind tot. Das ist doch mal schön. So muss eben jetzt funktionieren. S, Shift A. O, Befehl erstmal aufheben. Und bewegt euch mal bitte hierhin zurück. So. Alles mal wieder sammeln und trinken holen und Essen knabbern und was weiß ich. Und dann lassen wir die Brücke runter.